Der Musiker und die Liebe. Dieter Bohlen kann auf der Bühne nicht ohne seine Nadel sein. Sie stehen wieder gemeinsam als Modern Talking auf der Bühne. Gestern Abend war Tourstart in Berlin und mittlerweile darf sogar Nadel, Dieters Dauerfreundin, mitmusizieren. Heiko Knaute berichtet. Sie webt und sie tanzt und sie singt. Nadja Farag, die Frau, die alle nur Nadel nennen, zirpt ein Lied im Chor der Kultband. Während Dieter Bohlen und Thomas Anders den Fans einheizen, steht sie im Hintergrund und ist Ohren- und Augenschmaus zugleich. Vorbereitet auf den großen Einsatz während der Welttournee hat sich Dieters Nadel im hauseigenen Studio. Indem ich die Titel anderthalb Wochen vorher gekriegt habe und man hat gelernt und man hat ein bisschen geübt. Ich habe ja so einen wunderschönen Keller mit großem Spiegel und dann hat man so ein paar Tanzschritte sich eingeübt und ansonsten, also das kann man auch nicht so richtig einüben. Also wenn du jetzt mal auf der Bühne stehst, dann machst du sowieso mal alles anders, ne? Mit der Freundin auf Tour bedeutet Fürsorge pur. Während in der Halle 9000 Fans auf die Zugabe warten, richtet Nadel ihrem Dieter das Hemd. Seit fast 10 Jahren sind der Popproduzent und die Chorsängerin zusammen. Sogar Verona Feldbusch haben sie überstanden. Ein bisschen singen, ein bisschen kochen. Die beiden sind ein ideales Paar. Ich hatte ihr auch ein paar Mal angeboten, mit ihr Platten zu machen. Aber Nadja wollte das eben immer nicht. Und es gibt eben auch Frauen, die eben nicht Karriere machen wollen alleine. Und Nadja wollte das nicht und das habe ich respektiert. Auch Thomas Anders ist nicht solo auf Tournee. Seine neue Freundin Claudia begleitet ihn. Nadja hat aus dem Trennungs- und Versöhnungstheater mit Dieter gelernt. Ich bin ja immer dabei, deswegen kann es keinen Streit mehr geben. Ich lasse ihn nicht mehr alleine. Dieter Bohlen hat mit Modern Talking zum zweiten Mal den Durchbruch geschafft. Und das vielleicht auch, weil Nadel nun im wahren Leben und auf der Bühne hinter ihm steht.